den Kühen. Toll. Können die dann nämlich alle groß werden und so, und dann kann ich ja gleich einfach hin und die alle füttern. Du bist der Papa von der Kühe. Ja. Sepp. Weiß nicht, irgendwie sieht das cool aus, aber irgendwie ist das auch ganz schön... So ein richtiger Hirte. Richtiger Hirte bist du, richtiger Hirte. Ja, hierhin mache ich den jetzt, den Spawn. Set Spawn? Jo. Boah. Der hat mir gleich so richtig mal. Was macht der Achmed da? Verpiss dich! Der will 26, ja, wenn ich gleich die Viecher da. Alle. Ich müsste mal von den Zuschauern wissen, ob das von der Lautstärke von der Musik her so gut jetzt ist oder ob ich das wieder so laut machen soll wie davor. Weil ich hatte das davor nämlich einen Tacken lauter. Da hatten aber halt manche geschrieben, das wäre zu laut, aber keine Ahnung. Das ist bei mir auch voll komisch, weil ich höre alles immer lauter, als es in der Aufnahme dann im Endeffekt ist. Ja, ist auch so. So, da muss ich noch einen versetzen. Oh. So, gut, ich glaube, dann mache ich das jetzt mal mit den. Mit dem Minecraft Turm. Go, ey. Ach, ich wollte mich schon porten, das ist so hier direkt. Ja, du hast Quakecraft Pro. Mitchell, der Minecraft Pro, meinte ich. Ich glaube, ich nehme noch diese komische Himmeldatei von nachts und so. Nehme ich, glaube ich, nur aus dem Misas raus. Will die auch haben. Das sieht richtig krank aus mit den ganzen Sternen und so. Ja. Ich hab dir das eh geschickt, ne? Naja. Okay, jetzt habe ich echt 4 Stacks Bücherregale. Na, das reicht immer noch nicht. Vor allem, wie viele verzauberte Bücher ich jetzt habe, ne? Das ist richtig unnormal. Sag ich dir nicht. Hast du mal den Himmel gesehen, den ich hab? Ja. Der ist übertrieben. Hattest du mir doch einen Screenshot geschickt? Jo. Und den von Misa ist eigentlich echt oder total geil. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich hab bei dir gar nicht geguckt. Schon cool eigentlich. Ey, guck mal, einer, ich hab da gerade irgendjemand von euch Zeit. Was machst du denn gerade? Ja, ich mach den Turm und dann ist das oben halt mit 2 Etagen. Ich finde, das sieht von außen eigentlich ganz cool aus. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wie ich das oben beenden soll. Ob ich da sogar noch mehr Etagen drauf machen soll oder ob ich das jetzt. Na, ja, ich guck gleich, ich muss mal eben was in den Ofen packen. Da hinten eigentlich offen? Jo. Ach scheiße, jetzt habe ich genau die Stelle erwischt, wo die Leiter ist. Na gut, hätte man eigentlich auch wissen können. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr. Ah, egal, ich wurde mich. Oh mein Gott, ist das zweidig. Ich bin mal in einer super geilen Ordnung hier, bin eh der Allerbeste. Ich will der Allerbeste sein. Kein Platz im Inventar. Oh. Kein Platz im Inventar. Von hier aus so eine Treppe nach unten wäre eigentlich auch voll geil. Ganz allein hat voll der Umweg. Ich sie mir. Ich kenn den Sepp genau. Ah, da passt ja gut, Chitte. Ja. Kann ich mit zufrieden sein. Der kommt an und nimmt mir den Ball weg. Ich kann das nicht. Kommt an und nimmt mir den Ball weg. So behindert. Er kommt an und nimmt mir den Ball weg. Keiner vor ihm nahm. Ja, wie keiner vor ihm nahm. Ganz allein beklaut er mich. Bitte ist undefinierbar. Er weiß das ganz genau. Sag mal, was hab ich hier überhaupt fabriziert, ey? Das ist ja, weil das jetzt hier nämlich zweitig ist. Sepp der Dieb! So, was hast du jetzt hier? Ach so. Ja, du musst dir das mal von außen angucken. Ja, aber mach ich ja gerade. Ich meine, klar, könnte man das irgendwie noch besser machen, aber ich finde, das sieht jetzt aber auch nicht unbedingt scheiße aus. Ich fand das vorher auch schon gut.
weiß gerade nicht, wie ich das hier machen soll. Mit dem Holz hier. Aber ich gedacht, ich will vielleicht noch ein bisschen Abwechslung mehr reinbringen, weißt du? Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier an den Ecken machen soll. Ja, das Problem ist, dass hier nur 3 sind, anstatt 4. Ja, ich habe mir schon so überlegt. Ich muss mal eben nochmal nach Hause ein paar Sachen wegtun und ein paar neue Sachen rein. Obwohl, warte mal. TPS, du bist ja noch da, ne? Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt so mache? Ah, weiß nicht, das sieht irgendwie ein bisschen... Obwohl... Ja doch, das geht eigentlich voll klar. Ja, ne, ich habe gerade überlegt, ob ich das mit Holz mache. Mit dem Dschungelholz. Dschungelholz? Ja, voll geil. Ja, wenn ich das so komplett mit dem Dschungelholz mache, dann passt das zu den Treppen. Ja. Und ich habe noch einen dritten Baustoff mit drin. Boah, ist das denn hier, Alter? Kann man machen. Kann man machen, hört sich jetzt voll so an, als wenn ich das eigentlich voll scheiße lasse, aber kann man machen, ja. Kann man aber auch lassen. Ja. Kann man lassen. Kann aber so voll das Endzeithaus bauen. Ja, so aus Redstone-Blöcken. Ja, genau. Eisenblöcken, so. Kingstone. Ja, Kingstone-Blöcken genau. War das voll gut reingepasst. Kingstone-Blöcken. Ja, Cleanstone. Cleanstone. Ah, mein Stein muss da ja gerade eh noch brennen. Oh, Sepp, der muss braten. Der muss braten? Ja. Wie der Kuchen. Warte mal, das ist ja eigentlich für... Das ist doch hier... Der ansteckt noch. Der ist voll dumm. Wir haben hier mal so einen Weg gemacht, dann so einen Weg, dann ist da noch... immer verschiedenes Holz. Voll behindert. Ja, eigentlich ist das alles Dschungelwood. Nee, hier... Beim Gästehaus, ja. Auf der einen Seite, was da rausgeht in Richtung Michel, das ist normales Holz. Ich weiß, irgendjemand hat das wahrscheinlich der Mitchell selbst, oder hast du den Weg gebaut? Ja. Ja, hat der Mitchell selbst, hat er das da. Ja, können wir das doch nicht mal ein Problem, können wir, macht das doch, wie ihr das wollt. Alleine weitermachen. Boah, das ist ewig viel zu viel Holz, weil ich jetzt hier, na egal. Bab im Turm, so. Das Schöne ist, man kann hier mal schön rausgehen. So, jetzt machen wir das, wie ich das gerade gesagt habe. Also. Ah, das ist ja cool. Boah, ja, super. Jetzt reicht das Holz nicht dafür, was das blieb. Egal. Versteh ich nicht. Boah, ich bin heute so Matsche, ne? Ich weiß auch nicht warum. Ich krieg auch gar nichts hier auf der Reihe. Ich muss da irgendwie überlegen, wie ich Beleuchtung da am besten reinkriege. Oder dran auch. Ja, gesagt. Weil ich hab. Oh, passt hat. Vielleicht gar nicht unbedingt jetzt Fackeln nehmen. So. Ah. Geht das doch voll klar. Ah. Hör auf. Oma! Scheiß mal auf Treppenbruch, eh kein Mensch. Was, Oma? Aua, hab ich gesagt. Oma! Oma! Bei dem Block kann ich dann nicht wegtun. Aber den. So, dann Stein holen. Gucken, ob das alles fertig geworden ist. Ah, warte mal. Und jetzt, wo der Mitchell ja die ganze Zeit da ist, schon mal voll vergessen. Dreht mal, will er was greasen gehen? Oh oh. Von der Plantage von mir oder was? Ja. Kostet, ne? Ja, acht. Zeit. Kostet 8 pro 8. Zeit. 8 pro 2. 8 per 3.
gar nicht voll geil aus. Jo. Meine Zuschauer werden sich wahrscheinlich gerade wieder denken, ja, voll geil aus, Mitchell. Sieht das gut. Ich finde das auch gut. Könnt ihr da am Maul halten. Gleich mal gucken, was er da fabriziert. Achso, ja, Thema. Wollten wir nochmal über Zombie-Apokalypse quatschen. Ne? Ja, das wurde jetzt schon voll oft vorgeschlagen und wir haben das immer abgeschmettert. Ja, was wäre, wenn es irgendwann wirklich mal eine Zombie-Apokalypse à la Walking Dead oder wie auch immer. Zombieland. So wie in Zombieland mit den Regeln, die die haben. Von wegen, keine Ahnung. Immer fit halten und so ein Scheiß. So, die also, Fetten, die sind zuerst dran. Also ich denke mal, man kann sich eigentlich ganz gut an, an so eine Sendung wie Walking Dead oder so könnte man sich ganz gut halten. Also vielleicht Frage an euch vielleicht an der Stelle, findet ihr, dass wie das da abläuft, realistisch gehalten? Oder würdet ihr sagen, boah nee, so wie das da abläuft, das ist voll unrealistisch? Ich weiß ja nicht, ob ihr das überhaupt geguckt. Also Sepp hat bestimmt geguckt, ne? Nee, ich habe davon noch gar nichts gesehen. Ich habe nur die erste Episode vom Spiel gezockt, aber gesehen habe ich ja halt doch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie interessiert mich sowas nicht so, Zombie-Gedöns-Zeug. Ist irgendwie voll langweilig geworden für mich. Ja. Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt was, wo ich mir denke, so, boah, ja, geil, das muss ich unbedingt gucken. Ich hab's eigentlich mehr geguckt, weil halt so ein Hype darum gemacht wurde und ich sowieso nach einer Sendung gesucht hab, die ich mal gucken kann. Fand die jetzt eigentlich ganz gut. Hab ich auch nicht gedacht, aber ich fand's ja echt gut, die Sendung. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Dann ist halt alles so gehalten, dass du halt die Sendung über halt die ganze Zeit ja, so eine Gruppe beobachtest oder so eine Gruppe begleitest halt quasi auf ihrem Weg, so wie die sich halt so da durchschlagen. Und die treffen dann teilweise auch auf andere Gruppen, teilweise feindselig, teilweise aber auch ganz normal. Ja, man sieht halt richtig, es geht halt irgendwie ums blanke Überleben so. Und halt, dass halt, also da merkst du richtig wieder so, da wird der Mensch wirklich richtig urinstinktmäßig zum Mensch. Zum und einfach nur darum geht, so, ja, irgendwie doch so zum Tier. Das ist halt so der Überlebensinstinkt, den wir im Prinzip gar nicht mehr kennen. Oder den wir gar nicht haben, den wir auch nicht brauchen. Da kommen halt Instinkte so ein bisschen so mit rein. Wie gesagt, die wir gar nicht brauchen in unserem Alltag. Weil die einfach nicht notwendig sind. Es ist nicht notwendig, andere Leute auszurauben oder sonst irgendwo oder jemanden zurückzulassen zu seinem eigenen Vorteil oder sonst irgendwas, weil es halt einfach nicht notwendig ist. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil da kann ich es gerade gar nicht mitlabern. So, aber ja gut, aber man kennt das ja eigentlich. Ja, man muss ja halt gucken, dass man irgendwie am Leben bleibt. So ist egal, was man dafür tun muss. Kann man auch mal den Mitchell verraten. Ob es jetzt darum geht, andere Menschen irgendwie auszurauben, nur um selbst irgendwie über ihre Runden zu kommen, sage ich jetzt mal. Und ne, falls jetzt irgendwie, keine Ahnung, du rennst gerade vor irgendwelchen Leuten Zombies weg, so voll Panik, weißt nicht, was du machen sollst, du siehst halt irgendwie ein Haus und dann gehst du da hin und guckst da rein, um irgendwas zu finden, was du gebrauchen kannst. So, und wenn du dann siehst, oh, da leben ja schon Menschen drin. Und die wehren sich dann auch dagegen, dass du da reingehst. Und dann guckst du halt, dass du trotzdem da reinkommst und die Sachen mitnimmst, die die haben, die du gebrauchen kannst. Und dann tötest du trotzdem andere Menschen, nur um selber halt irgendwie am Leben zu bleiben. Ja, das ist es halt. Das sind so Sachen, wo sich viele jetzt denken werden, so, boah, nee, das würde ich aber nicht machen. Und würde ich wahrscheinlich auch sagen, aber das sind Sachen, die man einfach nur sehr schwer bis gar nicht einschätzen kann. Weil man so einen Zustand einfach nicht einschätzen kann. Das ist ja einfach so. Man kennt sowas nicht und man weiß nicht, wie das ist in so Momenten. Ich denke mal, für welche, die vielleicht irgendwie im Krieg waren oder sowas. Als Soldaten oder so, die können sich vielleicht sowas eher schon vorstellen, was ein Überlebensinstinkt eigentlich genau heißt und wie sich das anfühlt.
was das bedeutet, aber ich denke so, wir so als Normalos haben, glaube ich, nicht wirklich einen Schimmer davon, was das bedeutet. Man kann sich da ungefähr forschen oder sich da irgendwie Gedanken drüber machen, aber ne, am Ende merkt man das doch erst dann, wenn es drauf ankommt. Richtig, ich denke mal, man unterschätzt selbst eben diesen Drang zum Überleben und unterschätzt, zu was man dann fähig wird, was man selbst gedacht hätte so. Fällt mir das hier nicht, was ich hier gemacht habe. Und in dem Moment, wo es dann passiert, dass du halt irgendwas machst, so um zu überleben, so, und dann realisierst du das erstmal gar nicht und checkst erst später so, boah, Alter, was hab ich denn da gerade gemacht? Oh. Ich hab da gerade jemanden umgebracht. Ja! Das ist es halt, so. Du hast halt mal gerade einfach mal jemanden umgebracht, so. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, so, ja, mein Gott, so, sondern das ist was, wo man, wohl dann auch selbst vielleicht mit sich ein bisschen zu kämpfen hat, so. Man muss ja erstmal damit, also damit muss man ja erstmal fertig werden, so, mit dem Gedanken. So, man hat ja nicht einfach mal gerade irgendjemanden umgebracht, sondern man denkt, ey, man hat jemanden umgebracht, ne? WTF. Ja gut, aber das war ja dann... gibt ja auch verschiedene Arten, also eher gesagt, verschiedene Motive. Ja, eben, man kann ja jemanden umgebracht haben, einfach wenn man weiß, so, ey, hätte ich den nicht umgebracht, dann hätte der vielleicht meine Frau umgebracht oder gar mich selbst oder sonst irgendwie. Das sind dann, ja sicher, das ist natürlich, ne, auch noch so ein Ding. Aber im Prinzip, wie ich auch schon, wo wir letztes Mal drüber gequatscht haben, hatte ich ja gesagt, da müsstest du eigentlich so machen wie bei I'm Legend.